Hi Leute, mein Name ist Gameplays und heute zeige ich euch, wie man SimCity für PC installiert. Ich habe das GitVo-Release, das sieht ungefähr so aus. Wichtig ist, dass ihr am Anfang habt ihr hier eine Datei, die heißt Stop.exe, die sieht ungefähr so aus wie die. Und die ist in Ordner, der ist Stunning, die beiden Dateien löscht ihr einfach, die sind nicht wichtig. Dann ist hier drin dieses Update, öffnen wir mal eben. So. Und das kopiert er dann einfach alles hier rein. Ja. So. Danach ist es wichtig, dass ihr diesen Ordner, den ihr hier habt, in SimCity umbenennt. Genauso wie es hier steht. Und dann macht ihr einen neuen Ordner namens Programm. Und der muss in C sein und der muss auch genauso geschrieben sein. Da ist dann SimCity drin. Und da sind dann eure ganzen Daten drin. Das sieht dann so aus. Ich behalte das, weil man weiß ja nie. So, jetzt das Wichtige, das Allerwichtigste erstmal, dass ihr dieses Zertifikat installiert. Das macht ihr folgendermaßen. Ihr klickt hier auf Install Certificate und dann sucht ihr es hier aus. Und ihr nehmt das zweite, dieses hier. Okay. Dann ist alles in Ordnung. Dann sagt das mal erfolgreich. Manchmal kommt da noch eine Fehlermeldung, aber es ist in Ordnung. Dann macht ihr es einfach zweimal. So, nachdem ihr das gemacht habt, geht ihr unter C, Windows, System 32, Drivers und etc. Und da ist dann dieser Host-File, die würde ich euch empfehlen, vorher zu kopieren und dann hier ein Update-Backup von zu machen. Wenn nicht, kopiert ihr euch die einfach und fügt die hier ein. So habt ihr die überschrieben, das ist gut. Danach installiert ihr Widget. Ich habe das jetzt schon installiert. Das macht ihr einfach. Ganz gewöhnlich installiert ihr das einfach. Da. Ich installiere es jetzt einfach nochmal. So. Und das lasst ihr jetzt erstmal beiseite. So, das lasst ihr erstmal so. Wichtig ist, dass ihr Skype quittet. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr dürft nicht Skype haben, sonst läuft das nicht. Ich zeige euch das gleich auch nochmal. So, dann haben wir Widget hier und dann drückt ihr hier auf Start. Und dann kommt das. Und dann wartet ihr und dann seht ihr, sind alle Ports available. Und drückt ihr Start Server. Und dann seht ihr Warning. Dann kommt hier so ein. So, dann sagt ihr, dass das Dummy-Zertifikat nicht installiert ist. Dann stoppen wir ihn. Checken nochmal alle Komponenten. So, dann starten wir nochmal. Und es geht. Everything sounds good. So, jetzt habt ihr hier whatever. Also, ihr könnt hier eingeben, was ihr wollt. Ich habe es whatever. Dann sucht ihr euch einfach irgendein Passwort aus. Dann meldet ihr euch an. Das könnt ihr minimieren. So, dann habt ihr das hier. Steht das nochmal alles? Geht ihr auf My Games, habt ihr es in City. Ich habe das jetzt schon installiert, normalerweise könnt ihr es da runterladen und dann installiert ihr das. Und dann seid ihr, dann kriegt ihr diesen. Ich mach das mal eben. Wichtig ist, dass das hier nebenbei läuft. Warte mal eben. So. Und dann kriegt ihr den Balken und dann. Dann updatet ihr das hier eben noch. Hier habt ihr einen Server. Der ist Antarktika, dann könnt ihr einfach auf Spielen gehen. So, und jetzt zeige ich euch mal, wie das ist, wenn ihr. So, beenden wollte ich mal. Wenn ihr Skype nebenbei laufen habt. So, ich starte mal Skype. Habe ich Skype nebenbei laufen und wenn ich jetzt den Server starte, kann eine Weile dauern. Ich starte jetzt den Server. Was ist gerade nicht die Worte? Wir starten das kurz nochmal. Dann seht ihr.
Das klappt schon irgendwann nicht, wenn Skype nebenbei läuft. Deswegen ist es wichtig, dass ihr Skype quittet. Weil es blockt sozusagen, ihr seht hier nur die Connections. Und dann könnt ihr auch den Server starten. So, dann geht das auch alles. So. Und das ist theoretisch gesehen alles, was ihr macht. Sheets kann man noch nicht aktivieren. Und wenn ihr Windows 8 habt, dann müsst ihr hier 1.3 haben. Aber das könnt ihr einfach rüber installieren, das ist dann dasselbe. Mehr braucht ihr nicht und dann könnt ihr spielen. Und ich wünsche euch viel Spaß. Und wir sehen uns dann nächstes Mal. Tschüss.